Ja moin, willkommen zu Folge 144. Wie ihr seht, geht es mal wieder an meiner Turmburg weiter. Aber bevor ich mich noch einmal der Küche widme, werde ich mich noch einmal dieser Wand widmen. Und das Kellergewölbe insgesamt um 2 Steinreihen erhöhen. Die beiden Mauervorsprünge neben der Schatzkammer wurden modifiziert. Und das ganze Kellergewölbe ist um 2 Schichten gewachsen. Und mein Kamin wurde beleuchtet. Moment, jetzt ist es zu sehen. Ganz einfach mit den Lego-Leuchtsteinen. Soeben habe ich den restlichen Bereich vom Kellergewölbe gefliest. Dann ist jetzt auch Platz für die beiden Ritter, die Karten spielen sollen. Eine Idee von Inobrik. Und dort hocken sie. Einer bei einem Glas Wein und der andere bei Pfefferminztee oder Vielsafttrank? Wer weiß das schon. Dann hoffe ich einmal, dass es keinen Streit gibt, denn einer von den beiden spielt falsch, denn beide haben das gleiche Blatt auf der Hand. Da mir der riesige Tisch im Küchenbereich nicht gefällt, werde ich diesen noch einmal durchtauschen. So sieht das Ganze doch viel besser aus. Da die Turmburg jetzt wieder an seiner alten Stelle steht, wird hiermit das Ende dieser Folge eingeleitet. In dieser Folge habe ich auch schon wieder 355 Steine verbaut, wovon 25 Steine wieder in meinen Vorrat gewandert sind. Denn ich habe ja den großen breiten Tisch in der Rußküche durch einen schmaleren Tisch eingetauscht. Zum Abschluss lasse ich natürlich wie gewohnt 2 Züge fahren. Diesmal ist es die 7715 aus dem Jahre 1985 und die 7727 aus dem Jahre 1983. Diese beiden Dampfzüge ziehen zahlreiche Viehwaggons und bewegen sich im äußeren Kreis. Und die 7755 aus dem Jahre 1983 zieht ein paar Flachwaggons. Die 7755 ist eine schwere Diesellok. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.